Wir möchten dir nochmal von ganzem Herzen danken. Du hast viele Leben gerettet. Und ein paar Gliedmaßen. Keine Ursache. Was habt ihr jetzt vor? Kann dein Bruder noch Mönch sein? Das Pratimoksha-Gelübde ist ein Leitfaden zur Erleuchtung, kein Gesetz. Mein Pfad ist schwieriger geworden, aber ich werde ihn beschreiten. Eine Sache müsst ihr mir noch erklären. Wenn ihr euch so gegen Implantate wehrt, was haltet ihr dann von Konstrukten? Ah, ja. Du meinst den Helik, über den gerade die ganze Stadt spricht. Eine komplexe, unstete Angelegenheit. Alles hängt davon ab, ob das Engramm die Kopie einer Person ist oder ob sie allein auf digitaler Ebene existiert. Sagen wir, das Engramm ist nur eine Kopie. Was dann? Wäre die Person dann echt? Ein Buddhist würde sie als Mensch ansehen, wenn sie sich ihrer selbst bewusst ist. Ist die Kopie des Verstandes perfekt, gibt es keinen Unterschied. Passt. Denn ist er fähig zur Reinkarnation? Und falls nicht, kann man der Person den Besitz einer Seele zusprechen? Also, mit anderen Worten, es ist kompliziert. Das Leid ist der Schlüssel. Denn Raiden ist so alt wie die Menschheit selbst. An das Konstrukt leiden, ist es eine Person. Sagen wir, das Engramm ist eine Person, die digitalisiert wurde. Wäre das für euch koscher? Im Grunde wird die Digitalisierung vom Buddhismus nicht verurteilt. Maschinen predigen oft in Tempeln. Nein, den Akt der Übertragung an sich würde ich nicht verurteilen, solange die Person damit im Reinen ist. Doch darf man nicht vergessen, dass sie trotzdem in ihrer Hülle gefangen ist. Selbst wenn diese nicht fleischlich ist. Unsterblichkeit ist wohl nicht euer Ding, oder? Ohne den Tod bleibt einem die Wiedergeburt in ein besseres Leben und somit das Nirvana verwehrt. Was meinst du, Johnny? Bist du selbst? Oder eine Kopie? Macht das einen Unterschied? Hast doch gehört, dass ich in ein paar Zeilen Code und einer Hülle gefangen bin. Vielleicht ist Johnny Silverhand wirklich tot. Vielleicht bist du nur... naja... Was, ein Imitat? Oder was wolltest du sagen? Wenn der echte Johnny Silverhand tot ist, ist das sein Problem, nicht meins. Was du nicht sagst. Allein bei dem Gedanken dröhnt mir der Schädel. Na dann, ich wünsche euch noch viel Glück. Leb wohl. Und weiche nicht vom Pfad der Rechtschaffenheit aus.